Welcher Stein gehört nicht in einen Verlobungsring? Also meiner Meinung nach auf keinen Fall der Opal. Der Opal ist A, recht weich und B, zieht der Öl und Wasser. Dadurch kann er auch brechen. Eigentlich alles, was bis zur Härte 5 ist, wäre da nicht ratsam. Dementsprechend fast zu lassen, ein Ring, den man tagtäglich anzieht.